Heute zeige ich dir 10 Punkte, wie du deine Lebensfreude nicht nur steigern, sondern langanhaltend aufrechterhalten kannst. Diese Tipps wende auch ich an und seit über 30 Jahren helfen diese Tipps auch Tausenden von Menschen in meinen Seminaren. Aber bevor wir beginnen, habe ich eine kleine Bitte an dich. Sei doch so lieb und abonniere meinen Kanal, denn das verändert den Algorithmus bei YouTube und dann können wesentlich mehr Menschen dieses Video ebenfalls sehen. Und auf diese Weise helfen wir auch anderen Menschen, ihre Lebensfreude zu steigern. Okay, also, dann lass uns beginnen. Denn Lebensfreude ist genau das, was ganz vielen Menschen zurzeit vollkommen fehlt. Wir fühlen uns gestresst, wir haben viel zu viel auf der Uhr und die gesamte Weltlage ist eher beängstigend als beruhigend. Umso wichtiger ist es, dass wir in unserer Mitte bleiben und uns selbst nicht aus den Augen verlieren. Wie kannst du also gerade in diesen Zeiten deine Lebensfreude nicht nur aufrechterhalten, sondern vielleicht sogar auch steigern? Bereit für meine 10 Punkte? Okay. Erstens. Dankbarkeit kultivieren. Dankbarkeit ist wie eine magische Kraft, die unser Leben bereichert. Sie lehrt uns, die kleinen Dinge im Leben zu schätzen und den Fokus auf das Positive zu richten. Beginne jeden Tag damit, 3 Dinge zu identifizieren, für die du dankbar bist. Diese können große Meilensteine oder kleine Alltagsfreuden sein. Indem du Dankbarkeit praktizierst, lenkst du deine Aufmerksamkeit auf die Fülle in deinem Leben und erfährst eine tiefe Zufriedenheit. Zweitens, im Moment leben. Oft verbringen wir unsere Zeit damit, über die Vergangenheit nachzudenken oder uns Sorgen über die Zukunft zu machen. Und dabei geht der gegenwärtige Moment verloren. Die Kunst des Lebens liegt jedoch im Hier und Jetzt. Nimm dir bewusst Zeit, um im Moment zu sein. Atme tief ein und aus, spüre den Boden unter deinen Füßen und die Luft auf deiner Haut. Diese einfache Übung kann dir helfen, dich zu zentrieren und mehr Freude im gegenwärtigen Moment zu finden. Okay. Drittens. Selbstfürsorge priorisieren. Selbstfürsorge bedeutet, sich Zeit zu nehmen, um für sich selbst zu sorgen. Körperlich, geistig und emotional. Das kann bedeuten, dass du dir Zeit für Entspannung und Erholung nimmst, gesunde Mahlzeiten zu dir nimmst, regelmäßige Bewegung in deinen Alltag integrierst oder dich mit positiven Gedanken und Selbstliebe fütterst. Indem du dich gut um dich selbst kümmerst, stärkst du deine Resilienz und findest mehr Lebensfreude. Viertens, positive Beziehungen pflegen. Beziehungen sind eine wichtige Quelle der Freude in unserem Leben. Pflege bewusst positive Beziehungen zu Freunden, Familie und anderen wichtigen Menschen in deinem Leben. Nimm dir Zeit, um qualitativ hochwertige Gespräche zu führen, gemeinsame Erlebnisse zu teilen und einander zu unterstützen. Diese Beziehungen sind nicht nur wichtig für unser emotionales Wohlbefinden, sondern können auch unsere Lebensfreude erheblich steigern. Okay? Fünftens. Neue Erfahrungen sammeln. Die Vielfalt des Lebens liegt in seiner Fülle an Möglichkeiten und Erfahrungen. Stelle dich neuen Herausforderungen und Abenteuern, sei es ein neues Hobby auszuprobieren, einen Ort zu besuchen, den du noch nie zuvor gesehen hast, oder eine Fähigkeit zu erlernen, die dich schon immer interessiert hat. Neue Erfahrungen öffnen uns für neue Perspektiven und bereichern
unser Leben mit Freude und Aufregung. Nächster Punkt. Lachen und Humor kultivieren. Lachen ist eine universelle Sprache, die Herzen verbindet und Heilung bringt. Suche bewusst nach Gelegenheiten zum Lachen und Humor in deinem Alltag. Schau eine lustige Komödie an, erzähle einen Witz oder lache einfach über die kleinen Unannehmlichkeiten des Lebens. Lachen ist nicht nur ein Zeichen von Lebensfreude, sondern hat auch nachgewiesene gesundheitliche Vorteile. Wieso? Indem es den Stress reduziert und das Immunsystem stärkt. Okay, nächster Punkt. Sinn und Zweck finden. Ein Leben mit Sinn und Zweck gibt uns einen tieferen Grund zu leben und zu genießen. Nimm dir Zeit, um über deine persönlichen Werte, Leidenschaften und Ziele nachzudenken. Frage dich, was dir wirklich am Herzen liegt und wie du deine einzigartigen Talente und Fähigkeiten einsetzen kannst, um einen positiven Beitrag zur Welt zu leisten. Indem du dich mit einem tieferen Zweck verbindest, findest du mehr Erfüllung und Lebensfreude. Nächster Punkt. Natur genießen. Mein Punkt. Die Natur ist eine unerschöpfliche Quelle der Schönheit und Inspiration. Nimm dir regelmäßig Zeit, um Zeit im Freien zu verbringen und die Wunder der Natur zu genießen. Ob es sich um einen Spaziergang im Wald, einen Tag am Strand oder einfach nur um das Beobachten eines Sonnenunterganges, ob es nur darum geht. Die Natur hat die Kraft, unsere Sinne zu beleben und unsere Lebensfreude zu steigern. Okay, nächster Punkt. Achtsamkeit praktizieren. Achtsamkeit ist die Kunst, den gegenwärtigen Moment bewusst und ohne Urteil wahrzunehmen. Nimm dir regelmäßig Zeit für Achtsamkeitsübungen wie Meditation, Atemübungen oder einfache Achtsamkeitsübungen im Alltag. Diese Praktiken helfen dir, dich zu entspannen, Stress abzubauen und deine Lebensfreude zu steigern, indem sie dich dazu ermutigen, den Moment bewusst zu erleben. Nächster Punkt. Dankbarkeit teilen. Teilen ist eine weitere Möglichkeit, unsere Lebensfreude zu steigern. Teile deine Dankbarkeit und Wertschätzung mit anderen. Sei es durch ein einfaches Dankeschön, eine nette Geste oder eine Handlung der Freundlichkeit. Indem du deine Dankbarkeit teilst, verbreitest du nicht nur Freude und Positivität, sondern stärkst auch deine eigenen Gefühle von Dankbarkeit und Lebensfreude. 10 Punkte. Diese 10 Punkte sind nur einige Möglichkeiten, wie du mehr Lebensfreude in dein Leben bringen kannst. Nimm dir Zeit, um sie in dein tägliches Leben zu integrieren und deine eigene Reise zum Glücklichsein zu entdecken. Möge dieses kurze Video dir helfen, eine tiefere Zufriedenheit und Erfüllung in deinem Leben zu finden. Und falls du gerne Beständigkeit in deiner Lebensfreude haben möchtest, dann komm einfach zu uns, zu Happiness House. Seit 7 Jahren gibt es uns und wir freuen uns riesig, wenn du mit dabei bist, wenn du dich also mit mir direkt dich austauschen möchtest. Jeden Sonntag kannst du das tun. 2 Stunden lang bin ich da. In unserem sogenannten Sonntagsfrühstück über Zoom kannst du direkt mit mir reden, mir Fragen stellen, ein kleines Mini-Coaching von mir erhalten. Aber wir haben natürlich noch ganz viele Kurse, über hunderte von Meditationen, über 32 ausführliche Kurse für alle Themen und ganz viele Experten, die ebenfalls über Zoom dir helfen können, die sich austauschen können mit dir, denen du deine Fragen stellen kannst. Also, wenn du sagst, mein Gott, dieses Jahr möchte ich es aber gerne wirklich wissen und ich möchte wirklich mehr Lebensfreude haben und ich möchte meine Ziele erreichen, dann komm zu uns, zu Happiness House. Und diesen Link findest du gleich unter diesem Video. Ich bedanke mich für deine Zeit und freue mich riesig, wenn ich dich bei Happiness House sehe. Und noch mehr freue ich mich natürlich, wenn du
diese 10 Punkte in deinem Leben anwendest und sie dir helfen können, dein Leben zu bereichern. Und wenn du magst, dann teile diesen Beitrag mit ganz vielen anderen, damit auch sie mehr Lebensfreude finden können. Also, vielen Dank für deine Loyalität und deine Zeit und ich wünsche dir ein wunderschönes Jahr. Alles Liebe, dein Pierre. Yeah.